Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir sind hier irgendwo im Industriegebiet verschollen und meine Lieblingsbaumaschine ist jetzt leider kaputt. Der schiebt den Boden nicht mehr beiseite. Bin ich nicht sonderlich angetan von, weil das konnte das Ding immer sehr schön. Tja, sind wir auf den Geist jetzt doch noch angewiesen. Gefällt mir zwar gar nicht, aber bleibt wohl leider nichts anderes über, als jetzt mit dem Ding hier das Ganze wegzufahren. Das Gute ist ja wenigstens, wir müssen ja so wie es aussieht nicht sonderlich tief in die Erde rein. Also da kriegt man noch ein paar Meter bewegt, aber ich bin jetzt davon nicht sonderlich angetan, seien wir mal ehrlich. Aber gut, dann schieben wir einfach mal noch mal hier ein bisschen den Boden beiseite. Reiten das ähnlich vor wie halt eben drüben. Und dann müssen wir mal weitersehen. Ja, das wird jetzt auch noch mal eine Folge eigentlich nur Schaufeln sein. Aber dafür muss man, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es in den nächsten Folgen relativ angenehm wird. Weil wenn die Weg ein bisschen, ich hätte fast gesagt, ein bisschen Kies verteilen, ein bisschen Kies verdichten in der Walze. Das ist nix. Also das ist relativ entspannte Arbeit dann. Außerdem, da sieht man auch jetzt direkt aktiv auch, was da überhaupt tatsächlich passiert ist. Hier, man kann so ein bisschen erkennen und erahnen, was hier überhaupt passiert, aber muss manchmal schon fast ein zweites Mal hinsehen. Weil das nicht sonderlich die dicken Erdschichten sind, ja, die man im ersten Moment vermutet. Ich hätte fast gedacht, wir könnten wahrscheinlich auch fast bis nach ganz vorne hinfahren und würde kaum auf einen auffallen. Wobei, ich glaube, das würde man schon bemerken. Außerdem, wir schieben mal den Sand am besten ganz weit zur Seite hinweg. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Und dann gibt es jetzt nochmal richtig Vollgas. Und da kommt jetzt der nächste Abschnitt. Ich glaube, insgesamt 5 Schaufeln, dann sind wir ungefähr 10 Meter weiter. Ja, dann mal abwarten und gucken, was am Ende noch kommt. Schaufel irgendwo an die Seite. Also ich würde mal sagen, das kann man durchaus, glaube ich, innerhalb von einer Folge oder so geschafft kriegen. Wenn ich mir das so jetzt angucke. Also von daher. Ja, ich denke mal wirklich nächste Folge nochmal richtig Kies hier verteilen und so weiter. Und dann sind wir eigentlich auch schon weitestgehend durch. Sag mal so, dann werde ich offscreen dann hier den Muldenkipper dann einmal hier runterholen. Dass wir den dann hier vor Ort haben, wenn wir ihn dann auch brauchen. Ja, ansonsten, wir haben auch die Raupe, um eventuell den Kies ein bisschen schön und gleichmäßig zu verteilen. Wir müssten zwar wahrscheinlich über das Auftragsmenü regelmäßig gucken, wie viel Prozent und dergleichen hier noch drauf kippen können, aber wird man, denke ich, irgendwie mit fertig. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem. Aber wenn ich so drüber gucke, sind doch noch einige Meter. Na gut, mal schauen. Ich denke, ich bin noch im Link, ob ich es zu tun, wenn es ist, auch eben den Rest offscreen ja einmal fertig mache, weil so die Welt ist das hier jetzt eigentlich nicht. Wenn es denn soweit kommen sollte, was ich jetzt momentan noch nicht wirklich von ausgehe. Aber ich würde es lieber wirklich da hinten mit der Planierraupe machen. Vor allem bei der Stärke hier, das ist eigentlich fast nichts, was die hier eigentlich runterholt an Material.
Gut, wenn du es irgendwann beiseite geschoben hast, dann merkst du es auf einmal, aber zum Großen und Ganzen, das ist jetzt nie sonderlich dolle. Und wir haben es, glaube ich, erfolgreich geschafft, uns hier fast festzufahren. Nur, weil wir ein bisschen Sand ausgekippt haben. Das ist die Frage. Ich habe ihm gerade so gesagt, verlangen, das Auto zuzukippen. Wollen wir hoffen, dass wir nicht so weit am Ende kommen. Ein gutes Stück. So, dann schieben wir noch mal ein paar Meter weiter. Sollte das bald mehr oder weniger so passen. Vielleicht wieder ein paar Meter auf der anderen Seite. Wir nehmen gerade viel zu sehr vom Randbereich. Also viel zu viel von irgendwelchen Bereichen, wo wir gar nicht arbeiten. Immer schön im markierten Bereich bleiben, dann haben wir es am einfachsten. Ja, den muss man zwar erstmal sauber ausheben, aber es geht halt am zügigsten. So, weiter geht's. Da darf ich glaube ich schon noch hier ran. Wobei wahrscheinlich am einfachsten ist es, wenn man von innen nach außen arbeitet, weil man immer ein bisschen was zur Seite wegschiebt. Wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke. Naja, egal. Ich sag mal so, wir müssen sowieso überall einmal hier lang. Macht das glaube ich ganz am Ende keinen sonderlich großen Unterschied. Hoffe ich. Wäre zumindest wünschenswert. So, jetzt mal ein paar Meter weiter zurück. Und dann schieben wir von hier hinten nochmal was nach vorne. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, aber ich würde es am liebsten mit dem Bulldozer machen. Also mit der Planierraupe. Wird sich mit Abstand am besten hier vereignen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Gut, würdest du wahrscheinlich ich auch nicht machen, weil das Ding heißt ja Planierraupe und nicht hier Baggerraupe. Aber trotzdem. Die Verlockung ist groß. Aber ich meine, wir haben jetzt hier so, ich würde jetzt schätzen, 2/3 hinter uns. Ja, also, wir sind zumindest mit fertig geworden, sagen wir es mal so. Mir so als Maßnahme einfallen würde, wenn man jetzt vielleicht sogar einfach streifenweise bis nach ganz vorne hin arbeitet. Nee, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Immer so ein bisschen Stück für Stück. Dann weiß man auch wenigstens, was man geschafft hat. Ist immer ein bisschen schöner, wenn man immer so ein bisschen kleine Schritte macht. Aber dann diese kleinen Schritte komplett, weil dann weiß man wenigstens, der Teil, der ist jetzt komplett fertig. Dann stehst du nicht noch irgendwann noch da, aber ich habe das und das zwar jetzt fertig, aber dann muss ich hier noch dies machen und dann gehört noch das dazu und das auf der ganzen Fläche. Das demotiviert einen meistens eher.
Das ist nämlich eigentlich so die Kunst, es im Maßen zu halten. Wer es übertreibt, ja, der verliert meistens schnell Lust dran, als die, die sich sagen, man setzt erstmal kleine Ziele. Kleine Ziele und dann arbeitet man von diesen kleinen Zielen sich aus hoch. So, dann geht es nochmal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ist das irgendwie Fahrspiel oder so? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier streifenweise so eine kleine Linie zu erkennen ist. Wobei, könnte sogar tatsächlich eine Fahrspur oder so darstellen. Gut, bin ich ja mal im Bulldozer bzw. auch dann mit dem Radlader hier einmal durchgejagt. Könnte vielleicht tatsächlich sogar hinkommen. Also der Autofahrer wird sich auch sehr freuen, glaube ich, von dieser Baustelle hier. Aber tut mir leid, die Verlockung, die war einfach zu groß. Hier wieder ein bisschen rüber. Wie viel Prozent haben wir eigentlich dann schon hinter uns? Ich frage für einen Freund. 88%. Könnte man vielleicht noch eben machen. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird, ich würde das gerne zumindest hinter mir lassen. Weil dann ist es durch. Dann ist das Ganze fertig. Hier noch einmal wieder in die Mitte ein bisschen. Und wir hätten wesentlich weiter zurückfahren müssen. Wenn wir das so angucken. Aber gut, wir lassen es mal so stehen. Passt schon irgendwie. Kommt, irgendwie hänge ich jetzt hier fest. Jetzt zum Glück nicht mehr. So, und dann geht's hier weiter. Mal ein bisschen auf der Seite. Und gleich wieder ein bisschen was von der Mitte aus. Und wieder zu den Außenbahnen. Bis unser Spiel hoffentlich sagt, ist genug, brauchst nicht mehr weiter. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Hoffe ich. Jawohl, wir haben es hinter uns. Ja, ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.